Liebe Trader, die Bullenbewegung am Markt ist weiterhin intakt. Aktien wie iRobot, Nvidia, Hypoport, Bedded Home oder MBB marschieren derzeit fast täglich auf neue Hochs. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die trendstarken Aktien findet und wie man sich ein Trendfolgeportfolio aufbaut. In bullischen Marktphasen gibt es eigentlich keinen besseren Ansatz, als ständig neue Trendfolgetrades in den trendstärksten Aktien zu eröffnen. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. MBB Beteiligungsgesellschaft. Wunderbarer, intakter Aufwärtstrend und immer wieder, wenn diese Aktien schöne, bullische Fortsetzungsformationen nach oben hin triggern, sind das wunderbare Einstiegsgelegenheiten für uns Trader, um uns eine neue mehrtägige Rallye-Bewegung in Form eines Swing-Trades herauszuschneiden oder wir suchen eben den mittelfristigen Einstieg auf diese Art und Weise. Zuletzt gab es hier auch wiederum einen dynamischen Ausbruch. Was ist passiert? Und zwar hat das Analystenhaus Hauck & Aufhäuser das Kursziel von 86 auf 120 Euro deutlich angehoben. Und das ist immer die perfekte Kombination. Wir haben trendstarke Aktien, wir haben trendstabile Aktien. Diese haben über eine gewisse Zeit bullisch auskonsolidiert. Ja, wir haben im Idealfall enge Ranges vorliegen, die nach oben hin gebrochen werden, beziehungsweise dann kommt ein Nachrichtenkatalysator wie eine deutliche Kurszielaufstufung. Das ist die perfekte Mischung und daraus können sehr dynamische und explosive Bewegungen entstehen. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, trotz diesem Trendstärkeansatz immer auch die Nachrichtenkomponente zu berücksichtigen und in das Trading mit einzubeziehen. Ähnliche Situation bei einer Hypoport-Aktie vergangenen Freitag. Hypoport hat jetzt hier auch zuletzt eine wunderbare Big-Picture-Formation nach oben hin getriggert. Ja, der übergeordnete Trend war weiterhin intakt und nach dieser mehrwöchigen Seitwärtsphase kam dann neue Dynamik in die Aktie. Verantwortlich hier waren starke Transaktionszahlen für die Europace-Plattform. Das war diese erste Rallye-Bewegung und dann am vergangenen Freitag hat die Berenberg Bank das Kursziel auf 154 Euro angehoben. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt einem knapp 50-prozentigen Aufwärtspotenzial und wir sehen, was die Aktie daraus gemacht hat. Sie kam schon stark in den Handel und hat das Kursplus dann über den Tag auf knapp 10% ausgebaut und auch hier wiederum, ja, perfekte Kombination, trendstarker Wert in Kombination mit positivem Newsflow, das kann zu explosiven Bewegungen führen und auch aktuell dieses Konsolidierungsverhalten ist weiterhin bullisch zu werten. Dieser jüngste Rücksetzer dann am Montag wurde sofort wieder gekauft, die Aktie konsolidiert bullisch und wenn von diesen Niveaus aus neue Stärke zu beobachten sein sollte, dann wird die Aktie für eine weitere Impulsbewegung nach oben interessant. Um herauszufinden, welche Aktien nach diesem Prinzip zeitnah ebenfalls durchstarten könnten, gehen wir folgendermaßen vor. Ich nehme die Deutschland TF Prime Liste, gehe auf das Pluszeichen und dann unter Indikatoren nehmen wir das Trendstärke-Kriterium zur Hilfe, sortieren den Markt dann nach den Werten mit der höchsten Trendstärke und diese Aktien gilt es täglich auf neue Einstiegsmöglichkeiten zu prüfen. Die Bauer-Aktie zum Beispiel gestern war auch eine schöne Trading-Situation. Wir hatten jetzt zuletzt diese Trendfortsetzung dieser neu etablierten Aufwärtsbewegung. Bei Bauer läuft ja eine klassische Turnaround-Situation. Die Range hat sich eingeengt. Gestern kam wiederum Kaufdruck in den Titel. Der Anstieg wurde direkt auch von überdurchschnittlich hohen Umsätzen begleitet. Ein positives Zeichen, was für eine gewisse Nachhaltigkeit dieser Bewegung spricht. Gestern auch ein wunderschöner Breakout bei einer ESRA Vision. Auch hier haben wir es mit einem trendstarken Wert zu tun. Der aktuelle Trendstärkewert liegt bei 3,1. Aktie hat bullisch konsolidiert. Diese jüngsten Rücksätze wurden immer wieder sofort mit neuen Käufen beantwortet. Und dann gestern in dieser bullischen Ausgangssituation gab es positiven Newsflow. Und zwar wurde ein Großauftrag über 5 Millionen für 3D-Inspektionssysteme für Touchscreens gemeldet. Und auch hier wiederum die perfekte Kombination, trendstarker Wert in Schlagweite zum Jahreshoch innerhalb einer bullischen Konsolidierungsformation.
und dann bekommen wir einen Trigger über die Nachrichtenkomponente. Aktie hat gestern bereits um 6% zugelegt und heute wird diese Bewegung direkt fortgesetzt. Welche Titel gilt es noch im Auge zu behalten für heute? Eine Aixtron, dieses Konsolidierungsverhalten weiß auch weiterhin zu überzeugen. Auch hier liegt eine klassische Turnaround-Situation vor. Aixtron hatte im ersten Quartal den Auftragseingang um 40% gehoben. Deutsche Bank hat das Kursziel auf 8 Euro angehoben. Ja, wir sehen Support von institutioneller Seite und grundsätzlich OLED-Fantasie und die Chance auf neue Aufträge könnten hier zeitnah die Trendfortsetzung einleiten. Das Preisverhalten der Aktie ist auf jeden Fall bullish zu werten, Strong Watch. Und hier kann man sich auch direkt entsprechende Alarme an markante Punkte im System platzieren. Welche Aktien sind noch interessant? Eine Crop Energies macht charttechnisch wieder einen guten Eindruck, ja, nachdem diese jüngste Aufwärtsbewegung sehr, sehr bullisch auskonsolidiert wurde. Die Aktie präsentiert sich deutlich stärker als der Branchenkollege Verbio. Der jüngste Rücksetzer hier nach diesem False Breakout wurde auch wieder gut weggesteckt, sodass der Titel zeitnah wieder Fahrt aufnehmen könnte. Schöne Trendfortsetzungssituation ist heute bei einer S&T zu beobachten. Auch hier wiederum trendstarke Aktie. Diese hat jetzt sich eine kleine Verschnaufpause gegönnt. Über die letzten Tage hat sich die Handelsspanne eingeengt und jetzt heute könnte ein neues Trendfortsetzungssignal generiert worden sein. Auf jeden Fall Strong Watch. Und weil wir heute eine auffällige Stärketendenz im TecDAX beobachten können und allgemein der Telekommunikationssektor sich aktuell stark präsentiert, gilt es zum Beispiel auch eine United Internet im Auge zu behalten. Wir haben hier zuletzt einen neuen Pivotal Point bekommen, nachdem United Internet die Übernahme von Drillisch bekannt gegeben hat. Wir sehen, dieser erste Aufwärtsimpuls wurde sehr bullisch auskonsolidiert und jetzt scheint die Aktie zu einer neuen Impulsbewegung anzusetzen und das sind eben ideale Situationen für uns Trader, zumal der Drillisch-Deal für Synergien im dreistelligen Millionenbereich sorgt und United Internet entsprechend vor einem deutlichen Gewinnsprung über die nächsten Jahre stehen dürfte. Ein weiterer attraktiver Trading-Kandidat mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis, um von dieser intakten Bullenbewegung am Gesamtmarkt profitieren zu können.